Hallo liebe Freunde. Ja, heute zeige ich euch ein Spiel, was es bereits auf Steam im Early Access gibt. Und zwar spreche ich von RimWorld. Wie ihr schon sehen könnt, handelt es sich hierbei um nur einen Koloniesimulator. Aber es ist in meinen Augen viel mehr als nur ein Koloniesimulator, denn das Spiel beinhaltet wirklich, ja, eigentlich mehrere Simulatoren. Wenn ihr Freunde von Aufbauspielen seid, wo man wirklich jeden Raum planen muss, damit die ganze Struktur und die Wirtschaft funktioniert, dann seid ihr hier genau richtig. Denn das Spiel ist echt der Hammer und wirklich sehr, sehr detailliert. Bevor ich anfange zum Spiel, nur ein kurzer Hinweis, wie krass dieses Spiel ist, wie sehr es in die Tiefen geht. Ich habe verschiedene Kolonisten und die können verletzt werden. Ja, ich rede jetzt hier wirklich nur von einem Part und nehme ich jetzt vom Medic Part, ja, von den Verletzungen her, abgesehen jetzt einmal, dass ich irgendwelche Krankheiten, Verseuchungen und weiß ich nicht was alles kriegen kann, ist es tatsächlich so, dass man im Kampf, dass jedes Körperteil verletzt werden kann und das hat tatsächlich Auswirkungen auf den Charakter. Zum Beispiel kann es passieren, dass mir jemand mit einem Stock, mit einer Keule oder sogar mit einer Schusswaffe ins Auge schießt. Das Auge kann dann dementsprechend verletzt sein oder komplett raus sein. Dann kann ich Implantationen machen. Ich kann, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel einen neuen Holzfuß anbringen. Ich kann Organe entnehmen und das dem anderen wieder reinsetzen. Also es geht wirklich absolut geil in die Tiefe. Und wie gesagt, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, was die Medizin betrifft in diesem Spiel, ja, das Gesundheitssystem. Gut, habt ihr jetzt richtig Lust bekommen auf die tollen anderen Sachen, auf das Kampfsystem und auf den Wirtschaftsteil, auf das Farmen, auf das Aufbauen etc., dann solltet ihr jetzt definitiv dranbleiben. Als erstes erstelle ich jetzt einfach mal mein Spiel und zwar gehe ich auf eine neue Kolonie gründen und hier habe ich dann drei Szenarien zum Auswählen. Das erste ist so das klassische, ich stürze quasi mit meiner Rettungskapsel ab mit drei Überlebenden und fange dort an eine Kolonie zu gründen und eine Zivilisation aufzubauen. Das nächste wäre dann, ja, da bin ich solo unterwegs. Ich habe einfach Lust und Bock gehabt, schon als Kind quasi, dass ich dann, ja, die Weiten des Weltalls erforsche und erkundige. Und genau das könnte ich hier bei diesem Szenario machen. Und dann gibt es, ja, der verlorene Stamm. Wir sind quasi, ja, fünf ausgestoßene Leute, die sich zurechtfinden müssen. So, da haben wir noch Steam Workshop und so weiter. Ich nehme jetzt einfach mal das klassische Szenario, habe ich sogar noch einen Szenario Editor, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Wir nehmen hier jetzt einfach mal die Basic Einstellungen. Übrigens, falls ihr euch das gerade angeschaut habt, Tiere, ja, ohne Scheiß, es gibt Haustiere, ich kann den Tiere etwas lernen, ich kann Tiere tamen, zähmen, obwohl das eh dasselbe wäre, ich kann Tiere züchten und oh, hör doch auf, richtig krass. So, und jetzt kommen wir hier zu der Schwierigkeitseinstellung und wie die Geschichte erzählt werden soll. Abhängig vom Schwierigkeitsgrad habe ich hier drei verschiedene Charaktere, die die Geschichte unterschiedlich erzählen. Bei der ersten ist es so, ich kann jetzt zum Beispiel einfach mal einfach auswählen, wird die Schwierigkeit mit der Zeit immer schwieriger. Ja, also die steigt kontinuierlich an. Bei ihr zum Beispiel ist es wieder etwas anders da. Sie gibt zum Beispiel, es gibt Katastrophen, zum Beispiel Feuerkatastrophen, Asteroidenhagel etc. Gibt sie da sehr viel Zeit dazwischen, dass du dich weiter aufbauen kannst und regenerieren kannst. Ich glaube, das habe ich so richtig gesagt. Bier auf bei der Kolonie, Ruhe genießen. Ja, genau, da geht es, glaube ich, mehr Aufbau. Mäßig ist man hier unterwegs. So, reiner Zufall, also der macht, abgesehen vom Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, alles, was er will. Ja, da schickt er einmal heftige Wellen, dann schickt er wieder, ja, eher so Noob-Wellen mit nur ein paar Keulchen und so weiter. Also der ist schwer einzuschätzen, wie schon gesagt, einfach reiner Zufall. Ja, der Schwierigkeitsgrad wirkt sich eben hier nicht nur auf das gesamte Spielsystem aus, weil ich habe quasi zwei Schwierigkeitsgrade. Einmal wie die Geschichte erzählt wird und dann eben hier diese verschiedenen Punkte anzuklicken.
Das kommt dann auch darauf an, wie viele Ressourcen hier verteilt sind, wie viel ich abernte und etc. etc. So, ich nehme jetzt mal einfach, denn selber bin ich jetzt auch nicht so der Erfahrene. Was haben wir denn hier? Warte mal, es ist ein neuer rauer Planet. Bedrohungen können gefährlich sein und es benötigt ein wenig Geschick, um zu überleben. Dies ist nicht empfohlen, solange man nicht ein wenig Erfahrung mit dem Spiel gesammelt hat. Naja, gut. Ja, ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und ich spiele auf einfach und krieg nach wie vor ordentlich auf die Fresse. Man kann aber den Schwierigkeitsgrad glücklicherweise jederzeit während des Spiels ändern, soweit ich das richtig gesehen habe. So, Bedrohungen sind gefährlich, aber nicht brutal. Ja, das kann ich bestätigen. Bedrohungen sind zum Beispiel jetzt irgendwelche Ereignisse, was auf der Karte stattfinden. Dass man zum Beispiel von irgendwelchen Raudis angegriffen wird. Also da gibt es ja wirklich einige Sachen. So, ich lasse euch jetzt einfach jetzt mal zum Präsentieren und zum Herzeigen einfach auf einfach. Rahalber. So, hier haben wir einen sogenannten Seed. Also die Welt wird zufallsgeneriert, indem ich da jetzt einfach, weiß ich, ich könnte aber Sternzeichen eingeben, Geburtsdatum oder hast du nicht gesehen. Und daraus wird dann eine Map generiert. Sprich, wenn ich jetzt hier, also ich weiß das schon voreingestellt, wieder und ihr habt Bock, ihr findet die Karte geil, ja, was ihr, wo ich mich gerade aufbaue und so weiter, könnte das auch mit wieder generieren und ihr bekommt genau dieselbe Karte. So, Planetenabdeckung. Ja, also wir sehen jetzt hier die Erde und wie man ja weiß, ist die Erde rund und ich kann die Weltkugel ja wirklich dreidimensional komplett drehen. Bei 30% ist eben nur 30% der kompletten Erde quasi, steht da, naja, als Welt zur Verfügung. Ja, ich habe das gerne auf 100, braucht aber halt länger, dass das Ganze generiert wird. Aber das ist mir ja wurscht, das muss jetzt nur einmal generiert werden und genau das mache ich jetzt auch. Gut, in der Zwischenzeit, wo das generiert wird, ist es ja so, hier geht's nach Pixel, ja. Ich kann auf der kompletten Erde Pixel genau auswählen, wo ich mit meiner Rettungskapsel landen möchte. Und darüber hinaus habe ich dann die Möglichkeit, mich über die gesamte, ja, Welt später auszubreiten, indem ich quasi von einem Punkt zum anderen Punkt reise. Also das ist wirklich ein Endlosspiel, kann man ja schon fast sagen. Ich finde es halt sehr schade, dass es keine Multiplayer hat. Denn das würde dann richtig Bock machen. Mich würde da eher, ja, Koop-Modus interessieren. Eher mit Freunden gemeinsam so eine riesengroße Kolonie zu managen und zu spielen. Das wäre genau meins. Also ich muss nicht einmal so Spiele gegen Spieler haben. Gut, mit reingedrücktem Mausrad sehen wir das jetzt. Kann ich jetzt hier die Welt drehen und es ist halt wirklich die ganze Erde bevölkert und bei 30%, ja, dann könnte ich zum Beispiel die Erde nicht wirklich drehen, sondern da hätte ich einfach nur hier nur so ein Fleckchen. Gut, sieht doch schon mal recht sneaky aus und jetzt wird's richtig brutal. Schaut euch das mal an, was ich hier machen kann. Ich kann hier rein scrollen und das ist dann hier mein Startpunkt, ja. Das ist abartig. Also, ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie gigantisch die Spielwelt hier ist, ja. Wichtig ist jetzt am Anfang dabei zu beachten, wir haben hier verschiedene Klimazonen, hier oben zum Beispiel, da ist, oh klar, da ist Eis und da ist frisch und da ist kalt, da wollen wir nicht hin. Dann haben wir hier so ein bisschen Tundra, hier haben wir wieder die Wüste, Nadelwald und gemäßigter Wald. Also ich empfehle den Anfängern auf jeden Fall, ja, gemäßigter Wald ist absolut okay, das sind auch die Temperaturen okay. So, was bietet uns eigentlich der Nadelwald? Trotz, okay, da ist der Winter hart. Leben die Nadelwälder verschiedene Bestände von kleinen, okay, wie auch großen Tieren. Allerdings können die im Sommer recht warm werden. Im Winter sind Reisen aufgrund des tiefen Schnees schwierig. Gut, das ist aber jetzt bei den gemäßigten jetzt einfacher. Ein Wald mit diversen, ja, Bäumen, sehr schön, und Lichtungen. Zu dem Punkt kommen wir später so. Fruchtbarer Boden, wo man fruchtbaren Boden vorfinden kann. Viele Tiere, die sich da herumbewegen, hast du nicht gesehen. Also das ist sozusagen ja die dritte Schwierigkeitsstufe, die was ich mir quasi einstellen kann.
Und zwar, indem ich jetzt einfach ein Startgebiet wähle. Ich mache das gerne immer so. Entweder pflanze ich mich hier direkt an der Küste, weil ich habe dann immer eine Seite, von der ich nicht angegriffen werden kann. Oder ich suche mir eine Bergkette. Und das, was ich jetzt hier machen werde, das habe ich noch nicht probiert. Ich nehme jetzt hier einfach mal so einen See. Was ich auch noch nicht weiß, ist diese komischen kleinen Krutzeldingens, was das ist. Deswegen werde ich mir das jetzt angucken. So, was habe ich hier erweitert? Da kann ich ja die Karte einstellen. Die Kartengröße, die Felder. Mittel, groß und riesig. Ich würde mal sagen, 309.000 Felder. Waren je größer die Karte, desto schlechter die Performance. Ja, das ist mir klar. Aber ich denke mal Mittel. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal auf Mittel. So, wir starten in... Winter ist kacke. Wir starten im Frühling. Gut, Startpunkt habe ich ausgewählt. Ich klicke jetzt auf Weiter. Und jetzt kommen wir zu der Charaktererstellung. Ich habe in diesem Szenario, was ich gewählt habe, die Möglichkeit, meinen Charakteren, indirekt Attribute zu verteilen. Und die sind anfangs sehr wichtig, denn die sollten schon ziemlich ausgeglichen sein. Man kommt ja dann später weitere Kolonisten hinzu. Deswegen ist es wichtig, dass man die ersten drei Leute dementsprechend variabel aufteilt. Zu der Flamme möchte ich gleich mal sagen, das zeigt an, dass dieser Skill, zum Beispiel der Skill Fernkampf, leichter erlernt wird. Ja, dann gibt es zum Beispiel zwei große Flammen, das heißt, er bekommt dann gleich noch mehr XP. Das ist einfach, wie schnell er diesen Skill erlernen kann. Ganz wichtig ist die Verweigerung. Da ist natürlich am besten, wenn man gar nichts drin hat. Und ja, bei Eigenschaften, dass man halt nur positive Eigenschaften drin hat. Ja? Denn es gibt natürlich auch hier zum Beispiel Psychopath. Ja, was hat denn das für Auswirkungen? Ein Newton kann nichts für andere empfinden. Hat seinen Vorteil auch, aber das sage ich euch gleich. Er stört sich nicht im geringsten am Leiden anderer. Er findet auch nichts dabei, wenn andere geschlachtet werden, unbegraben in der Gegend herumliegen, gefangen sind oder wie Sklaven verkauft werden. Außer er ist davon betroffen. Er erhält auch keinerlei Stimmungsboost von Gesprächen mit anderen. Und das ist jetzt einmal der Nachteil. Ja. Er erhält ja keinen Stimmungsboost, aber der wesentliche Vorteil ist jetzt beim Psychopath, dass er, ja wie gesagt, keine Probleme hat, wenn irgendjemand abnippelt oder ob da jetzt irgendwelche Leichen in der Nähe herumverwiesen. Aber das Wichtigste ist, ihm ist es scheißegal, wenn ich einen Gegner töte und dessen Kleidung anziehe. Ja, das lässt ihm kalt. Die anderen bekommen da Minusattribute, denn sie sagen, die Klamotten sind von einem Toten, das mag ich nicht, Das ist ihm egal, aber er bekommt auch keinen positiven Boost, wenn er sich mit anderen unterhält. So. Psychisch hochsensibel, passt jetzt glaube ich nicht wirklich zusammen. Das Gehirn von Newton ist wie eine hochsensible psychische Antenne. Er ist sehr empfindlich gegenüber psychischen Phänomenen. Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht wirklich gehabt. Raufbold, Newton liebt es, wenn Kämpfe nah und persönlich sind. Okay, ist eigentlich neu, ich glaube, Nahkampf ist unvergleichlich. Aber er wird sehr unglücklich, wenn er eine Fernwaffe tragen soll. Okay. Da habe ich überhaupt kein Problem. Es sind gute Attribute. Er kann forschen. Fernkampf. Ja, Bergbau 1. Okay. Das ist jetzt natürlich doof, ne? Also, er hat hier einen Nahkampfbonus. Hat aber hier bei Fernkampf eine Flamme. Das lernt er schneller. Eigentlich doch eine ziemlich, nicht hervorragende Konstellation. Ich habe hier zwei Möglichkeiten, worauf ich Einfluss nehmen kann. Das ist zu einem der Name und ich kann mir das Ganze neu auswürfeln lassen. Also ich kann jetzt so oft hier zum Beispiel auf zufällig gehen, bis ich dann eben positive Sachen habe, die was mir gefallen. Gesundheitlich ist zum Beispiel, ist schon mal schlecht, wenn ich da gesundheitliche Schwierigkeiten habe, deswegen mache ich da gleich mal weiter. So, Verwandtschaft,
kann zum Vorteil sein, kann zum Nachteil sein. Es gibt Missionen, da kommt dann auf einmal aus dem Nichts die Mutter und wird verfolgt und hast du nicht gesehen, dann wird die Mutter abgeschlachtet und dann bekommt unser Kollege ein psychisches Problem und dreht dann völlig am Rad ab. Was mir aber schon mal gut gefällt, sind die Attribute, was ich hier habe. Bergbau, Landschaft, sehr wichtig. Handwerk kommt dann später, Kunst kommt dann später hinzu. Handwerk ist auch sehr zum Vorteil. So, Schütze, na gut, recht gute Schütze, aber er bräuchte länger, um zu zielen. Okay, ja, das ist schon wieder so ein bisschen Schwachsinn, denn ich habe hier bei Fernkampf keine Flamme, sprich, das lerne ich wirklich sehr, sehr langsam. Habe nicht recht viel davon. Grüner Daumen, okay. Ist ein Pflanzenliebhaber, er bekommt bessere Laune bei jeder Pflanze, die er anpflanzt. Das ist zum Beispiel jetzt wieder gut, denn bei Landwirtschaft haben wir ein Flämmchen und das, also ich, ja, Alter 54, das ist schon ein bisschen, aber ist egal. Also ich sage jetzt einmal, das können wir jetzt mal lassen. Schauen wir uns ihm hin nochmal an. Ah ja, verweigert nichts, ja, optimal. So, der verweigert was, das möchte ich gar nicht haben. Verweigert nichts, das passt. So, Eigenschaften. Nahkampf, Medizin. Wir brauchen immer eine Medizin am Anfang, wo ein Flämmchen dabei ist. Dann haben wir Forschung und Kunst. Eigentlich ist Medizin das wirklich Sinnvolle. Genug geredet, ich werde das jetzt einfach mal drei Charaktere erstellen. Wir sehen uns dann später, wenn es richtig losgeht mit dem Spiel. Also ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaltet. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss und pfiat euch.